The world's first professional superhero. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was hast du hier, allerbester Dicke Lausch? Guten Abend. Das bin ich mit 5. Guten Tag. Warum hast du denn noch Angst? Du hast mir letztes Jahr versprochen, dass du keine Monster mehr anguckst, gell? Und das machst du auch nicht mehr. Du kommst nicht vorbei. Mein Gott, ist das schon so lange her. Petra, spielst du auch schon? Seit damals hat sich hier einiges verändert. Finden den Gameboy auch kleine Monster? An dem Tag habe ich die Zeitreisen erfunden. Dieser Kasten macht Zeitreisen überhaupt erst möglich. Der Fluxkompensator. Nie mit fremden Leuten gehen, ja? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Super Kanta Junior Spezial. Der 5. November 1955. Simpa Kanta Junior in Zurück in die Vergangenheit. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Im Alter von 5 Jahren war ich noch ein ganz, ganz stinkiger Schisser. Oh je, ich weiß nicht so recht. Du feige Sau. Lass mal gucken, wie der das macht. Ladies first. Nee, das ist mir zu viel. Du feige Sau. Aber beim nächsten Mal mach ich's. Du feige Sau. Irgendwann blieb aber die Scheiße von der Hose fern. Und ich traute mich Geisterbahn. Mit 8 Jahren durfte ich dann selbst filmen. Gelernt von meinem Opa. Vielen Dank. Das ist mein Opa. Wir sitzen in der Gondoletta. Wie geht es dir? Mir geht's sehr gut. Aha. Wenn du nicht so viel sprechen tust. Gleich lacht er. Viel gebabbelt habe ich auch schon mit 8. Willkommen im amerikanischen Volksfest. Die Essenstheken. Und das sind original amerikanische Spare Ribs. Willkommen im chinesischen Teehaus. Willkommen in USA. Leider konnten wir die Anreise nicht filmen, da technische Probleme aufgetreten sind. Unser Auto, unser Haus, Magic Kingdom, Mickey's Toontown Fur. Die On-Rides habe ich übrigens damals erfunden. Das war mein Film, Luisenpark. Ich hoffe, Sie werden sich auch an meinen nächsten Film freuen. Und zwar Reptilium. Bis bald und tschüss. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Jetzt sind Sie bereits im Jahr 1870 und offenbar ziemlich beweglich, Herr Eisen. Schon mit 9 Jahren haben es mir die Frauen angetan. Ich war ein kleiner, notgeiler Bock. Willkommen im Pflanzenschauhaus. Und so mutierte ich vom süßen kleinen Jungen zum asozialen und notgeilen Superkontor. Mein Vater würde sagen, Respekt, alter Specht. Hey, yo, ich bin Funfair, Blog, der alte kleine Stock. Ich bumse durch die Gegend, hab geile Schwestern am Start. Jetzt bin ich die Schwestern ein. Der Ziegenbock. Hey, Looping ab hier. Jetzt geht's los. Unfassbar, oder?